Herzlich willkommen bei Fitness Management. Wir sind heute zusammen mit Bedarf.de. Bedarf.de ist eine Einkaufslösung, die auf die Fitnessbranche spezialisiert ist. Die Kunden von Bedarf.de kommen neben den Produkten vor allen Dingen in den Genuss einer hervorragenden Logistik und einer technischen Infrastruktur, die die ganzen Einkaufsprozesse enorm vereinfacht. Seit der Gründung 2016 gehörte Bedarf.de zur Sport Alliance Gruppe. Jetzt mit dem Beginn des Jahres 2024 wurde Bedarf.de aus der Sport Alliance Gruppe herausgelöst und fungiert seitdem als eigenständiges Unternehmen. In dem Zusammenhang gab es auch bei Bedarf.de zwei neue Geschäftsführer. Das sind Jan van Randenborg und Marvin Köckler, die heute beide bei uns sind. Herzlich willkommen. Vielleicht stellt ihr euch auch zunächst einmal vor. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute dieses Interview zu führen. Ich bin Marvin Köckler, wie du richtig sagst, seit 1.1. Geschäftsführer der Bedarf. Mein Hintergrund ist das Studium der Betriebswirtschaftslehre und danach habe ich viele Jahre in einer Digitalberatung gearbeitet und konzernintern eigentlich die größten Online-Shops in Deutschland beraten können zum Thema Digitalisierung und in dem Zuge auch sehr viel lernen können über die Erfolgsfaktoren, die es in diesem Bereich eben gibt. Habe aber irgendwann den Punkt erreicht, dass ich weniger beratend tätig sein wollte und mehr operativ und tatsächlich umsetzungsrelevant arbeiten wollte. Bin in dem Zuge vor mittlerweile 5 Jahren bei Bedarf.de gestartet als Projektmanager und habe das ganze Thema Angebot für Kettenkunden aufgebaut und entwickelt. Habe dann zwischenzeitlich das Business Development übernommen, also auch da interne Prozesse weiter begleitet und habe jetzt die Möglichkeit, das Ganze aus der Geschäftsführerperspektive weiterzuentwickeln und freue mich sehr auf die Herausforderung. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Jan van Randenborg, 47 Jahre alt, gebürtiger Entwickler. Ich habe in Wedel Wirtschaftsinformatik studiert und danach mein ganzes Leben lang in Agenturen verbracht. Ich hatte mal 15 Jahre lang eine eigene Agentur und bin dann im April 22 auf die gute Seite der Macht gewechselt, also auf Unternehmensseite mal gewechselt und seitdem als Director E-Commerce bei der Sport Alliance tätig gewesen und damit technisch verantwortlich für Bedarf.de und jetzt quasi nur noch bei Bedarf.de und damit als Geschäftsführer zusammen mit Marvin. Und ich freue mich drauf. Dann kennt ihr beide das Unternehmen Bedarf.de schon einige Zeit. Vielleicht skizziert ihr nochmal die Entwicklung. Was sind so die Meilensteine der Entwicklung? Da gibt es, denke ich, einige. Wie du richtig sagtest, gegründet 2016. Und seitdem ist eine Menge passiert. Wenn man vielleicht ganz weit ausholen möchte, zu Beginn, als die ersten Bestellungen reinkamen, da sind die Kollegen tatsächlich noch um die Ecke zu Rossmann gegangen, um die Produkte dann zu kaufen, im Büro zu verpacken und zu versenden. Nachdem sich dann gezeigt hat, dass das Ganze funktioniert, hat sich das natürlich stark weiterentwickelt. Beginnend damit, dass wir wirklich große und namhafte Kunden gewinnen konnten, die regelmäßig Bestellung bei uns tätigen, was uns auch gezeigt hat, dass unser Angebot einen Mehrwert bietet für die Branche und für die Fitnessstudios. Im Zuge der Entwicklung haben wir mittlerweile ein eigenes Lager mit 1500 Quadratmetern, das wir selber bewirtschaften. Wir haben die technische Infrastruktur komplett neu aufgestellt im letzten Jahr, um eben auch weiter wachsen zu können. Und haben eigene Eigenmarken entwickelt und zur Marktreife gebracht, beispielsweise unser Getränkekonzentrat Dabble Fresh oder unsere Bedarf.de Wet Wipes, die sehr gut ankommen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt schlussendlich ist das ganze Thema, wir haben eine Organisationsstruktur entwickelt mit Mitarbeitern, mit wirklich tollen Mitarbeitern, die das Ganze möglich gemacht haben und die jetzt auch Lust haben, gemeinsam mit uns die nächsten Schritte zu gehen. Klingt spannend, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und jetzt vielleicht mal, was war der Hauptgrund für die Ausgliederung von Bedarf.de aus der Sport Alliance Gruppe? Und welches Ziel wird damit verfolgt? Ja, es war auch ein Grund sozusagen, dass wir so ein bisschen auf eigenen Füßen stehen und damit strategische Unabhängigkeit haben, weil wir jetzt unter der Sport Alliance laufen gelernt haben und uns jetzt aber auch irgendwie freuen, uns eigenständig quasi unsere Entscheidung zu treffen und damit dann die Wege wesentlich effizienter gestalten können, die Entscheidungswege sozusagen auch strategisch viel besser entscheiden können, weil wir dann strategische Unabhängigkeit haben, um auf dem Markt besser agieren zu können. Genau.
Gibt es ab jetzt keine Berührungspunkte mehr unter den Teams? Also beziehen bedarf.de zu den Teams von der Sport Alliance Gruppe und damit auch nicht zur Magic Line? Genau, die Berührungspunkte wird es natürlich weiterhin geben. Wir sind organisatorisch getrennt und wir werden bestimmte Vorteile, die man innerhalb der Sport Alliance genießt, vielleicht nicht mehr genießen, werden aber dafür sorgen, dass die Schnittstellen, vor allen Dingen die Schnittstellen zwischen uns und der Magic Line, die Kunden Mehrwert schaffen, ne? Also die auch wichtig sind, damit wir unseren Kunden und auch die Magic Line ihren Kunden weiterhin die guten Angebote bieten kann, die sie aktuell anbieten. Die werden wir natürlich aufrechterhalten und pflegen, werden aber insgesamt als offizieller Partner der Magic Line geführt und eben nicht mehr als Tochtergesellschaft der Sport Alliance. Genau, wir sind quasi nicht geschieden, sondern wir sind immer noch Freunde. Schönes Bild. Was bedeutet die Neufirmierung denn für eure Partnerstudios konkret? Für die Partnerstudios ändert sich aus meiner Sicht und auch sozusagen aus Marvels Sicht erstmal überhaupt nichts. Das Einzige, was sich quasi auf dem Papier ändert, ist, dass es eine neue Handelsregisternummer gibt. Ansonsten ist aber alles gleich. Das Einzige ist nur, dass es vielleicht sogar eher besser wird, weil wir viele Ideen haben und viele Wünsche auch die Studios an uns gerichtet haben, die wir jetzt nochmal effizienter und besser umsetzen können in Zukunft, um den Studios und den Kunden gerecht zu werden. Also es bleibt beim Bewerten. Genau, also sowohl unser Angebot als auch die Mitarbeiter und damit die Ansprechpartner für unsere Kunden bleiben die gleichen und dementsprechend sollte sich da im Tagesgeschäft erstmal nichts ändern. Okay, wenn wir jetzt die Partnerstudios haben, dann was ändert sich auf Industrieseite? Also ihr habt ja auch Partner. Wird sich für die irgendwas ändern? Das ist eigentlich parallel zu sehen zu den Veränderungen oder nicht vorhandenen Veränderungen der Kunden. Auch hier wird sich im Tagesgeschäft nichts ändern. Das Einzige, was wir planen und was eine Zielstellung von uns für die Zukunft ist, ist, dass wir weitere Kooperationen eingehen, auch mit Industriepartnern und auch die Kooperationen, die wir haben, stärken wollen in Zukunft. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass daraus am Ende der größte Kundennutzen entstehen kann und so die ganze Branche am Ende profitieren kann von einer vernünftigen Zusammenarbeit. Okay, die Sport Alliance ist bekannt als Treiber der Digitalisierung in der Fitnessbranche und bedarf.de als Händler in der Fitnessbranche. Wie viel Digitalisierung steckt denn jetzt schon in bedarf.de drin oder könnt ihr da noch große Schritte gehen? Sehr viel und es wird auch noch viel mehr. Das ist so ein bisschen der Hauptpunkt, weil eigentlich die ganze Digitalisierung bei uns in der DNA steckt, auch alleine aufgrund meiner Historie jetzt, die damit hinzukommt. Das heißt, das war auch einer der entscheidenden Punkte, weswegen ich mich für die Unternehmensseite entschieden habe, weil ich gesagt habe, es ist endlich mal ein Projekt sozusagen, wo ich alles das machen kann, was ich 20 Jahre lang meinen Kunden beraten habe, was sie machen sollen und immer irgendeinen Grund dafür gesprochen hat, das nicht zu machen, aus deren Sicht. Und jetzt kann ich es endlich mal so machen, wie wir es technisch sozusagen wollen und realisieren können. Das heißt, wir haben vieles vor. Wir haben schon angefangen, wie gesagt, die Infrastruktur neu aufzusetzen und haben auch Systeme aufgesetzt, die den Kunden helfen werden, ihren Einkauf zu digitalisieren. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass wir Lösungen schaffen, auch Softwarelösungen schaffen, die wir den Kunden mitgeben können, die es den Kunden darin unterstützen, ihre Prozesse zu vereinfachen. DATEV-Export, den sie dann direkt wieder einspielen müssen. Das heißt, die Dinge, die sie sowieso machen müssen, versuchen wir ihnen abzunehmen durch unsere Lösungen und damit dann sozusagen deren Prozesse und Einkaufsmöglichkeiten zu verbessern. Okay. Bedarf.de hat aber auch ein Angebot, das über das reinen Online-Shops hinausgeht, oder? Ja, das ist richtig. Verschiedene Dinge. Zum einen bieten wir auch vor allen Dingen für unsere Kettenkunden die Möglichkeit, einen eigenen Online-Shop bei uns zu bekommen. Sprich, einen individuell gebrandeten Online-Shop, zu dem auch nur die eigenen Studios Zugang haben. Und die auch ein individuelles Sortiment, was selbst von dem Kunden dann kuratiert werden kann, zu sehen bekommen und bestellen können. Und eben auch die Preise mit uns besprechen können und dementsprechend die volle Übersicht und Kontrolle behalten über das, was die Studios kaufen können und nicht den vollen Umfang unseres Sortiments quasi anbieten. Wir haben halt ein sehr großes
Spektrum sozusagen, sowohl in, also sehr heterogen, sowohl in den Kunden als auch in den Produkten. Wir haben halt sozusagen von einem kleinen EMS-Studio bis hin zu 100 Studios an Kettenkunden sozusagen und auf der anderen Seite aber auch Produkte, die von dem Apfel sozusagen gebrandet bis hin zu Yogamatten, Getränkekonzentrate, Hanteln, allem drum und dran ist. Und es gibt halt viele in der Branche, auch große Kunden, die zum Teil noch bei der Metro oder dem Handelshof einkaufen. Und das ist quasi die Idee dahinter, dass wir einfach alles aus einer Hand anbieten, um sozusagen dem Kunden eine einfache Lösung zu bieten, das Ganze einzukaufen. Da rein greift sozusagen das Bedarfsmanagementsystem, was wir letztes Jahr entwickelt haben und auch gelauncht haben. Und das ist halt spannend für alle Kunden, die mehr als ein Studio haben, weil ich damit dann jedes einzelne Studio anlegen kann. Ich kann für jedes Studio ein Budget hinterlegen, ab dem ich zum Beispiel eine Freigabe haben möchte. Alles, was unter diesem Budget ist, wird automatisch freigegeben. Und dann kann das Studio selber bestellen und ich kann sozusagen als Leiter des Studios genau die Kontrolle darüber behalten, was jetzt wo bestellt wird. Das werden wir jetzt auch weiterentwickeln mit wesentlich vielen Features, dass man zum Beispiel weiß, okay, dieses Studio hat jetzt letzte Woche 100 Rollen Toilettenpapier gekauft, dann muss es jetzt nicht diese Woche schon wieder 100 Rollen Toilettenpapier kaufen. Und dass man dann genau sieht, wann hat er das letzte Mal in welchem Umfang für welches Studio gekauft und damit dann auch nicht nur die Freigabe verwaltet wird, sondern auch ein Dashboard sozusagen entwickelt wird, wo man sehen kann, wie ist der Umsatz, was wird rausgegeben, was nicht, wo stehe ich schon und so weiter. Was halt technisch zum Beispiel auch noch dazu kommt, ist, dass wir halt Lösungen entwickeln werden, die sozusagen, wenn man mal ein Beispiel nimmt, der Kunde kauft bei uns Verbrauchsartikel, so, also Toilettenpapier, Desinfektionsmittel. Und irgendwann wissen wir relativ genau, wann das alle ist. So, und können dann im Endeffekt dem Kunden per E-Mail eine Nachricht schicken und sagen, nach unseren Berechnungen müsstest du eigentlich neu bestellen jetzt, damit du rechtzeitig alles wieder auffüllen kannst. Und damit werden solche Lösungen natürlich helfen, dem Kunden solche Aufgaben abzunehmen, daran zu denken, dass er jetzt wieder bestellen muss, um im Lager zu gucken, wann ist jetzt was alle. Und solche Sachen werden wir halt weiterentwickeln, einfach um diesen Online-Shop-Vorteil sozusagen mit rauszuholen. Und zusätzlich dann tatsächlich ganz weg vom Thema Online-Shop und Verwaltung haben wir auch allein im letzten Jahr über 50 Studioeröffnungen mit betreut. Mit betreut meine ich, dass wir den Kunden dahingehend beraten haben, welche Produkte er für eine Zutrittskontrolle benötigt und auch die Installation dann quasi mit betreut haben, gemeinsam mit unseren Partnern und dementsprechend auch in dem Bereich persönliche Ansprechpartner sein können, wenn Interesse daran besteht, zu expandieren oder eben auch vielleicht sein erstes Studio zu eröffnen. Vielleicht noch, KI ist gerade in aller Munde, da gibt es unglaublich viele Veränderungen und ihr seid mit der Digitalisierung groß geworden als bedarf.de. Welchen Einfluss hat KI auf euer Geschäft, auf euren Service und welche Möglichkeiten öffnet es da? Genau, Service ist ein schönes Stichwort. Wir werden halt sozusagen den Service dahingehend verbessern, dass wir die E-Mails, die reinkommen, analysieren. Wenn ich jetzt ein Beispiel habe, da kommt ein Kunde und sagt, wo ist meine Bestellung? Und übrigens, das EC-Terminal, was ich bestellt habe, ist das eigentlich auch wasserdicht? Daran ergeben sich mehrere To-Dos sozusagen auf der einen Seite. Das eine ist, wo ist meine Bestellung? Das muss irgendwie beantwortet werden. Das zweite ist, warum ist das Gerät wasserdicht, was im Zweifelsfall nur ein Berater und nicht jemand aus dem Customer Success beantworten kann. So, nebenbei leitet sich daraus aber auch ab, dass ja eigentlich die Information in dem Artikel, in der Produktbeschreibung fehlt, ob das Gerät wasserdicht ist oder nicht. Das heißt, daraus ergeben sich mehrere To-Dos und die können wir per KI analysieren und dann entsprechend die Frage gegebenenfalls automatisiert beantworten, dass die KI schon weiß, wann kommt denn die Bestellung. Das kann ich schon mal zurück beantworten. Dann wird ein Ticket erzeugt für Shop-Management, wo drauf steht, bitte das Attribut nachpflegen in folgendem Artikel. Und das dritte wäre sozusagen, diese E-Mail an den entsprechenden Berater weiterzuleiten, der das dann beantworten kann.
und damit dem Kunden wesentlich effektiver und bessere Antworten schneller liefern zu können und auf der anderen Seite bei uns die Prozesse so zu verschlanken, dass diese Anzahl der Fragen, die zum Beispiel genau das Thema betrifft, geringer wird und damit sozusagen für uns effizienter ist. Ich darf gleich nochmal einhaken bei den Neuerungen. Jetzt ist kurz nach dem Neustart. Welche Ziele habt ihr euch für dieses Jahr gesetzt? Gibt es schon bestimmte Ziele oder andersrum? Worauf darf sich die Branche freuen? Ich würde es gar nicht als Neustart bezeichnen, sondern vielmehr als den nächsten Schritt, den wir gehen als Unternehmen. Aber du hast natürlich recht, es ändern sich Dinge. Das sind aber Dinge, die vor allen Dingen interner Natur sind. Und kurzfristig ist natürlich das Ziel, genau an diesen Dingen zu arbeiten, um Stabilität zu erreichen in dem, was wir bisher erreicht haben. Aber mittel- bis langfristig ist es definitiv das Ziel, die zentrale Einkaufslösung für die Fitnessbranche zu sein und dementsprechend den Mehrwert, den wir jetzt schon bieten, wirklich allen potenziellen Kunden anbieten zu können und damit ja auch das Thema Digitalisierung der Branche einfach weiter vorantreiben zu können. Wie seht ihr die aktuelle Entwicklung der Branche? Wie schätzt ihr das ein? Was sind gerade die Sachen, die die Branche bewegen? Und gibt es Veränderungen, die ihr für die nächsten Jahre erwartet? Aktuell ist es, glaube ich, erstmal schön zu sehen, dass die Branche sich erholt und teilweise auch erholt hat, dass es wieder bergauf geht und dass die doch sehr ausgeprägten Marketing- und Sales-Aktivitäten Früchte tragen an der einen oder anderen Stelle. Und was aber auch auffällt, ist, dass genau das, diese Marketing- und Sales-Aktivitäten, eben das Kerngeschäft ist, während wir feststellen, dass Einkauf häufig nicht zum Kerngeschäft gezählt wird, beziehungsweise nicht diesen Fokus hat. Und genau in diese Kerbe wollen wir natürlich irgendwie schlagen, um da unterstützend zu sein und das ganze Thema ein bisschen mehr zum einen in den Vordergrund zu rücken für unsere Kunden und auch potenzielle Kunden, aber ihnen gleichzeitig eben diese Aufgabe auch abzunehmen, um sich weiter auf das Thema Sales und Marketing konzentrieren zu können und am Ende des Tages Verträge schreiben zu können und Sport anbieten zu können. Das Schöne am Thema Einkauf ist, dass die Trends und Entwicklungen, die ihr, glaube ich, auch in einem aktuellen Artikel beleuchtet habt, jetzt gar nicht so viel Einfluss auf unser Geschäft haben. Ob jetzt der Trend dahin geht, dass auch ältere Menschen mehr Sport machen oder der Trend dahin geht, dass mehr mit Freihanteln trainiert wird, das beeinflusst nicht die Tatsache, dass Studios eben Dinge einkaufen müssen. Jan hat es gesagt, Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, wie trainiert wird, ist erstmal egal, aber der Bedarf an Verbrauchsartikeln besteht und ja, können wir nur wiederholen, dabei wollen wir gerne unterstützen, das so aufwandsarm wie möglich dann in Zukunft auch gestalten zu können für die Studios. Klingt spannend. Jan van Randenburg, Marvin Kögler, vielen Dank, dass ihr bei uns wart und euch die Zeit für das Gespräch genommen habt. Wir haben zu danken.